Auf dem Weg zum geflammten Kardinal, einer alten Apfelsorte, die vom Aussterben bedroht ist. Luise Naderers Mission, Schätze wie diesen zu bergen. Ja, das war der verbuschteste Obstgarten, den ich je freigeschlagen habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das war dann, glaube ich, ähnlich wie bei der Bundeswehr, wenn die durch einen Stacheldraht so durch müssen. Weil durch Schläger auf dem Bauch durchgraben, am Boden dahin. Und so bin ich durch den halben Obstgarten durchgerobbt. Und bin dann mit meinem Eimer raus und denke mir, das ist ja ungeheuerlich. Das ist ein Obstgarten, da haben ja 20 Bäume mindestens. Dann bin ich auf die Gemeinde gegangen, da war der Gemeindemitarbeiter, der Geri. Du möchtest das Klumpbachten? Da sage ich, ja. Ja, da müsste man dir eigentlich nur zahlen, dass du was tust. Das ist jetzt der Flecken da. Und jetzt fahren wir da mal in die Lücke rein. Drei Winter lang hat sie diesen alten Obstgarten ausgeholzt. Eine alte Dorfallmende in der Nähe von Pohndorf im Altmühltal. Früher wurden hier jedes Jahr die Bäume versteigert, das Recht, ihre Äpfel zu ernten. Mit dem Siegeszug der Supermärkte waren die Tage des Gemeindeobstgartens gezählt. Niemand wollte mehr seine Schätze, bis Luise sie entdeckte. So war der Eindruck, da rein, gucken, Licht fällt rein, also ein Sonnentag und lauter goldene Äpfel liegen am Boden und so bin ich da reingekrabbelt. So war das. Das war der Wahnsinn. Eigentlich war es der Wahnsinn. Entdeckt hat sie viele alte Apfelsorten, früher hochgeschätzt, aber heute nicht mehr marktkonform und mittlerweile Raritäten, wie die Goldparmäne oder der geflammte Kardinal, den Luise heute mit ihren Helfern Jürgen Schneider und Kerstin Hutterer ernten möchte. Der Baum ist mindestens 70 Jahre alt, zu dick zum Schütteln und die tragenden Äste sind hoch. Okay, Stange länger. Jürgen, müssen wir die lange tun. Ja, du musst die lange Stange machen. Da oben der lange, da müsstest du jetzt auch hinkommen. Ja, links davor. Den, ja. Achtung! Jawohl! Die Mühe lohnt. Im Umkreis von 25 Kilometern kennt Luise keinen Baum, der diese Sorte aus dem 18. Jahrhundert noch trägt. Dabei war er einmal weit verbreitet, der geflammte Kardinal. Der Apfel brennt für mich. Also wenn der Zunder hier scheint und das andere auch vom Geschmack her, ist er ein saftiger, ein kracher Apfel, lagert sich auch bis Weihnachten rum und hat auch ein Spiel auf der Zunge oder im Mundraum. Ich sage am Anfang süß und dann wäre er sauer. Und hinten noch, er hält sich aber lang, also wie beim Wein, man sagt, er hat einen schönen Abgang noch. Ein schönes Aroma. Für Kinder auch schön zum Erklären, also wenn er schön reif ist, ist auch der Klapperapfel, den hält man ans Ohr hin, dann wackeln die Kerne drin. Also man muss schon kräftig schütteln, aber er klappert. Jürgen, magst du mal hören? Feste. Ah. Aha. Gut, ja. Okay. Wunderschön einfach. Also, der Apfel, der brennt. Und ich brenne auch. Feuer und Flamme. Ab und zu müssen wir in den Hecken noch rein. Ein bisschen, solange die Arme sind. Und der Rest ist gut. Da ist auch noch einer. Super. In meinen Augen ist ein Biotop. Da ist alles da. Da sind bestimmt Schlangen auch drin. Also, da fürchtet sich der Jürgen allweil, wenn er so fiecht. Fürchten nicht, aber Blindschleicher unangenehm. Da, Zaunerdechsen ist da, alle Vögel, wo da man sich Dinger kann. Da sagen die Männer, du spinnst. Da fahren wir jetzt mit dem Häcksler durch und die haben alles abschneiden. Es ist so. Luise ist beim Freilegen behutsam vorgegangen. Schlehen, Weißdorn, Heckenrosen und Wildkräutern hat sie Raum gelassen.
Oder da ist Schaf, glaube ich, da. Oder da hinten, da ist ein Herzgespann da. Auch medizinisch für Herzleiden. Das ist der wilde Oregano, Dos genannt. Das ist eigentlich der Ur-Oregano. Der schmeckt wunderbar und von der Heilkraft, vom Mineralstoffgehalt unschlagbar. Kerstin ist die Lebensgefährtin von Luise. Beide teilen eine Leidenschaft. Sie wollen, dass das, was direkt vor unserer Haustür wächst, wieder wertgeschätzt wird. Die Vielfalt der Natur. Egal, ob es um Wildkräuter geht oder historische Apfelsorten. Gemeinsam leben sie auf Luises Hof oberhalb von Riedenburg. Dem Luisengarten. In ihrem ersten Leben war Luise Naderer Maschinenbautechnikerin. Für die Rettung alter Apfelsorten hat sie alles hinter sich gelassen. Unermüdlich sorgt sie sich um verwaiste Streuobstwiesen, rettet historische Sorten, indem sie aus alten Zweigen wieder junge Bäume zieht. Oder noch gibt es über 2000 verschiedene Apfelsorten in Deutschland. Aber zu kaufen nur eine Handvoll der immer gleichen, weltweit. Hybridzüchtungen, die kaum mehr Polyphenole enthalten. Gerade die machen den Apfel bekömmlich und gesund, aber eben auch schnell braun. Und da sieht man es jetzt schon schön langsam. Wahrscheinlich in einer Stunde ist alles braun. Viele Leute sagen dann, der ist faul, weg. Und ich beiße erst dann richtig mit Genuss rein, weil das verändert auch den Geschmack. Das macht es noch geschmackiger. Und ich habe früher schon Doma gemacht oder meine Mutter auch. Also das, wenn wir krank waren oder Bauchweh gehabt haben oder irgendwas, dann haben wir nicht einen Apfel zu essen gekriegt in Scheiben oder Stücken, sondern da ist der Apfel gerieben worden. Dann ist er erst braun geworden und nachdem der braun war, hat man den geriebenen Apfel gegessen und das ist gesund für den Darm, das Gesündeste. Und ich kenne sogar eine Frau, die hat keine Milch vertragen als Baby, die wurde mit geriebenen Apfel aufgezogen. Jetzt fahren wir ins historische Schlossgarten. Da haben ein paar schöne Sachen, die will ich euch auch noch zeigen, wenn ihr Lust habt. Ja, machen wir das. Ohne ihre Hilfe würden diese Bäume wahrscheinlich nicht mehr stehen. Zu viel Mühe bei der Gartenpflege. In alten Schlossgärten gab es immer eine große Vielfalt. Tafeläpfel, Backäpfel, Äpfel zum Schnapsbrennen und solche, die sich gut lagern lassen, wie eine von Luises Lieblingssorten, die rote Sternrinette. Also auch schön, Kinder zu erklären. Stell dir vor, es ist Nacht, du siehst einen Himmel hoch und siehst lauter Sterne. Und so ist bei den Apfel auch. Der Himmel ist hier rot und siehst die weißen Punkte. Und dann haben wir auf dem Markt auch ein Kind getroffen, der sagt, ach, dich kenne ich. Dann sage ich, ja, woher kennst du mich noch? Ja, von dem Sternenapfel noch. Dann sage ich, ja, cool, du hast ja den Namen merken können. Ja, du hast mir doch gezeigt, Sternenapfel. Sag ich, super. Wenn mit der Lupe rangehen, dann sieht man das besser. Das ist wie ein Ministern. Manchmal mit Milchstraße nicht dabei. Ja. Und hier ist das Schöne, ich lasse bei den alten Bäumen unten immer das, was rauswächst. Weil ich will wissen, was die frühest für eine Grundlage gehabt haben, was drauf veredelt haben. Und der bei der Sternrinetten hat heuer so kleine grüne Äpfel auch dran. Da habe ich gedacht, super. Das ist irgendein Wildapfel. Und dann kann ich von da Edelreis nehmen und kann eine 1:1 Klon machen. Und dann können wir im Schlossgarten dann noch eine junge Sternrinetten pflanzen. Coole Sache, sage ich. Müssen wir zum Osttermin jetzt. Jetzt gehen wir Vollgas. Okay? Wie bringt man die alten Sorten wieder ins Gedächtnis und auf den Markt? Luises Idee: sortenreine Apfelsäfte. Na, das ist jedes Mal schon spannend, weil manchmal geben sie ein bisschen mehr Saft und manchmal ein bisschen weniger. 120 Liter waren schon gut. Dann waren es 2/3. Da passen. Wichtiger noch als die Menge ist der Geschmack.
Wie beim Wein kann man bei sortenreinen Apfelsäften feinste Unterschiede herausschmecken. Als erstes der geflammte Kardinal. Säureflaube auch. Säure, also hat viel Säure noch, aber ein Aromaspiel. Nach der Säure kommt richtig schön Aroma und ein ganz leckeres Gefühl im Mund, also so richtig schön apfelig. Dein Lieblingsapfel. Wunderbar, sauer und weich. Der Saft aus der roten Sternrinette wird sicher anders schmecken. Vorausgesetzt, die schönen Rinetten schaffen es in die Presse. Mmh, ganz anders. Der ist schick, schmackig, sehr reich, Milch oder Säure. Schöne Frucht. Super. Also zufrieden. Der ist fertig. Zum Ingolstädter Wochenmarkt hat Luise alle mitgebracht. Den Gravensteiner, den schönen aus Boskop und natürlich auch die rote Sternrinette. Das ist ein Duft. Sehr gut. Einfach toll. Da merkt man nur spezielle einfach. Also diese Spezialität, geflammter Kardinal. Das ist ein Elementarereignis. Ja. Den Kaiser Wilhelm würde ich mal probieren. Da kommen wir her. Intensiver würde ich sagen, intensiver der Apfelgeschmack ist bei dem. Auch die Goldkamene gibt es in flüssiger Form. Hat ein bisschen Balance in der Säure. Ja. Da kann man drüber reden wie um Wein. Ja, genau. Meine Frau kann nicht alle Äpfel vertragen, die hat also Probleme. Und wenn man so die aus dem Supermarkt kauft, die gehen gar nicht. Da kriegt sie einen Ausschlag auf der Zunge und alles mögliche. Aber ja, aber da hat sie keine Probleme. Nein, ich bleib dabei. Das passt schon. Ich kenne den. Warum ich auch für das arbeite oder lebe? Weil das muss ja halten bleiben, weil es so ein gesundes Lebensmittel ist auch, wo vielen nicht bewusst ist. Es lohnt sich wirklich. Für alle. Es lohnt sich für uns und für die Natur, die Vielfalt der alten Sorten wieder zu entdecken und ihren Reichtum zu bewahren.